Ja, dann würde ich mich erstmal bedanken für das Interview, Micha. Sehr gerne. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich denke mal, wir haben jetzt uns genug über Theorie unterhalten, über die Autos. Ich denke mal, wir lassen jetzt mal ein paar Bilder sprechen und deswegen würde ich sagen, Film ab. Thank you.
So, das war der Drifttag im Autocenter Meschede. Auch nochmal danke, Micha, dass wir heute dabei sein durften. Sehr gerne. Wie ist das heutige Feedback? Ja, das Feedback ist gut. Wir haben richtig Spaß gehabt und wie man auch gesehen hat, das haben unsere Gäste auch sehr genossen. Man sieht das ja nicht jeden Tag, so eine Show, so eine Driftshow, und war viel Action dabei. Hier und da mal ein kleiner Ausrutscher. Viel ist nicht passiert. Wir haben einen kleinen Schaden, aber ansonsten alles gut verlaufen. Das freut natürlich immer so ein bisschen die Gäste und die Zuschauer, wenn es mal so ein bisschen rappelt, mal so ein bisschen quietscht. Das kennen wir ja aus jeder Motorsportszene. Aber es ist gut gelaufen, wir haben Spaß gehabt, wir haben uns echt gut austoben können und wir haben mit Sicherheit auch den Leuten gut was geboten. Viele Trifftaxifahrten, die Leute sind begeistert, wenn die im Fahrzeug drin sitzen. Die sagen immer, Mensch Kerle, das ist Wahnsinn, was ihr da macht. Also es ist schon klasse. Wir hatten noch richtig Glück mit dem Wetter. Wir sehen, jetzt fängt es gerade so ein bisschen an zu regnen. Das war natürlich eine grandiose Angelegenheit. Das war nicht zu heiß, weil wir auch Hitzeprobleme haben mit den Fahrzeugen. Hat alles gut gepasst heute. Also alles gut verlaufen. Das freut mich schon mal zu hören. Ja, was ich auch sagen kann, ich habe ja die Chance gehabt, bei Micha mal mitfahren zu dürfen. Für mich das erste Mal Beifahrer im Driftfahrzeug. Es war unbeschreiblich. Vor allem, ich durfte mich auch in die Mitte stellen. Ihr seid um mich rumgedriftet. Ich hatte wirklich die erste halbe Stunde hier zitternde Hände. Das war für mich Adrenalin pur. War ein geiles Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch nochmal danke dafür. Aber ich glaube auch, du hast auch Spaß daran, Leute mitzunehmen, oder? Denn auf jeden Fall. Ja, es ist schon toll, den Leuten zu zeigen, was wir erleben im Auto, was wir für eine Arbeit leisten im Fahrzeug, weil das kann sich kaum einer vorstellen. Mit Armen, mit den Bremsen, mit Kuppeln, Gas geben, muss alles schnell passieren, vor allen Dingen, es muss exakt passieren, sonst knallt. Ja, wir haben ja gesehen, heute lief nicht alles ganz rund. Genau. Der Zaun ist mit Leidenschaft gezogen worden und das Auto, wollen wir uns gerade mal angucken? Na klar, gucken wir mal. Wir haben das Problem auf solchen Strecken oder überhaupt. Sehr oft ist das so, dass wir keine Auslaufzonen haben, wie das bei der Formel 1 ist oder bei anderen Autorennen. Wir haben halt immer mal ein bisschen Probleme, dass es gleich knallt, wenn wir von der Strecke abkommen. Das ist halt hier passiert. Da haben wir einen kleinen Andätscher. Ist nicht weiter tragisch, eine neue Stoßstange. Und das Blech wird ausgebeult, neuer Scheinwerfer rein. Und dann ist die Sache wieder behoben. Es ist Gott sei Dank kein großer Schaden. Ja, kein großer Schaden. Das Auto kennen wir ja. Ja. Von der Essen Motor Show. Genau. Die Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine, zeige ich mal ganz kurz ein Video und Bilder. Also man sieht jetzt gerade im Video und in den Bildern, das ist schon ein heftiger Einschlag gewesen. Du bist gefahren. Ja. Magst du mal erzählen, was da passiert ist? Ja, 4 Tage lang gefahren, Essen Motor Show. Und am 4. Tag habe ich dann einen neuen Reifensatz montiert. Der anfangs wirklich sehr gut funktioniert hat, hat mich aber dann in der 2. Kurve absolut verlassen und der Grip war komplett weg und bin dann mit recht hoher Geschwindigkeit in die Betonmauer eingeschlagen, die halt keine Fehler verzeiht und das Auto war total Schaden, der wurde bis zur Heckscheibe abgeschnitten. Das Fahrzeug ist also hinten komplett erneuert worden. Das ist jetzt vor kurzem erst passiert. Ja, das passiert auch bei so Hallendrifts, das geht ganz schnell, das passiert jedes Jahr. Letztes Jahr in 17 war ich der Dumme. Aber zum Glück keine Personenschäden, es war nur Blech halt. Ne? Aber der Schaden war extrem und massiv. Ja, das Problem ist ja, dass ihr wirklich beim Drift ja wirklich keine Auslaufzone habt, sondern ihr driftet ja wirklich, man hat es ja hier vorhin auch gesehen, ich habe das schon mal hinter der Betonwand, ihr seid ganz knapp vorbeigefahren, das ist schon so Zentimeter, Millimeter, das ist ja. Motorsport fast zum Anfassen halt für einen Zuschauer. Wie gesagt, das ist, was wir hier treiben, wir befinden uns mit den Fahrzeugen im instabilen Zustand und kontrollieren diesen Zustand. Also jeder Autofahrer auf der Straße möchte nicht, dass sein Fahrzeug ausbricht. Dafür gibt es die ganzen Helferlein mittlerweile und die das verhindern sollen. Das ist also das, was kurz vorm Crash passiert, wenn das Fahrzeug ausbricht. Aber wir provozieren das, wir versuchen diese Situation zu kontrollieren und wir kontrollieren sie auch. Und es kann auch mal durch einen minimalen Fehler, wo man mal, was weiß ich, 10 cm oder 20 cm von der Strecke abkommt, knallt es halt. Ne? Ja. Weil wir immer ganz nah an die Mauern fahren, ganz nah an die Objekte, die da irgendwo stehen, um einfach eine Show zu bieten. Alles andere wäre bei uns nicht so, so dramatisch, nicht so spannend halt. Ne? Ja, stimmt. Und Show habt ihr hier auch geboten. Bunte Räder wurden vorhin noch aufgezogen. Das war ein Spektakel. Also es war schon nett mit anzusehen. Also auch gerade für die ganzen Zuschauer. War ja vorhin eine Riesenmenge hier. Ja. Ich glaube, ihr habt ja auch sehr, sehr gut unterhalten mit eurer ganzen Show.
Ja, ich denke schon, das hat den Leuten wirklich Spaß gemacht. Ja, und auch die Möglichkeit, wie gesagt, die Chance haben, mal mitfahren zu können. Das bietet ihr bei vielen Veranstaltungen an, oder? Ja, also da, wo es geht, beim Meisterschaftsrennen oder sowas, da ist es nicht möglich. Es ist bei den Showläufen, da ist es immer möglich, dass wir Drift-Taxi-Gäste mitnehmen. Ansonsten nicht. Also wenn es um Wertungsläufe geht, dann müssen wir also alleine fahren, keine Beifahrer erlaubt. Aber wir haben halt viele Gelegenheiten, Showläufe zu fahren. Das ganze Jahr über verteilt, das findet überall statt in Deutschland mittlerweile, auch viel im Osten drüben, aber wir sind halt immer froh, wenn wir mal Taxigäste mitnehmen können. Hier war das heute auch so, das habe ich ganz kurz bemerken, die ganzen Einnahmen, die wir da hatten, die spendet das Autohaus für einen guten Zweck. Das machen wir sehr oft, dass wir diese Einnahmen von den Taxifahrten für einen guten Zweck spenden. Das machen wir schon seit vielen Jahren, weil da fühlen wir uns einfach gut bei, wenn wir das Geld halt irgendwo abgeben für jemanden, der es gebrauchen kann. Das für uns ist es Hobby, Leidenschaft und es kostet halt Geld, aber das ist unsere Mission. Das finde ich wirklich sehr gut. Und kann man sagen, wie viele Reifen da draufgegangen sind? Habt ihr mitgezählt? Oder? Müsste gucken, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es sind bestimmt 10 Sätze, die verschwunden sind, also mindestens 10 Sätze. Verrückt. Ja. Na gut, dann Micha, bedanke ich mich für das nette Interview, für die Chance, mal den Driftsport mal hautnah miterleben zu dürfen. Wenn ihr mehr über PN Driftart sehen wollt, dann klickt auf den YouTube-Kanal PN Driftart oder besucht die Jungs auf Facebook, die haben auch eine Facebook-Seite. Genau, Homepage haben wir auch. Genau, werde ich in der... Genau, wie war die Nummer? pn-drift-art.de. Genau, ich werde es in meiner Bio nochmal verlinken für euch. Na klar. Ansonsten, Micha, bedanke ich mich für den schönen Tag. Ich bedanke euch. Und wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay. Ciao.